Herzlich willkommen zur 36. Sitzung der Kinderkommission. Wir kommen in den Tagesordnungspunkt 2 in unser öffentliches Expertengespräch zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise auf die Rechte und Lebenslagen von Kindern. Wir beginnen heute mit einem ganzen Zyklus von öffentlichen Expertengesprächen, die sich insbesondere mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie in den letzten Wochen und Monaten beschäftigen werden, mit der Perspektive, selber daraus Ableitungen zu treffen und als Kinderkommission in unserem geübten Verfahren möglicherweise am Ende dieser Vorsitzzeit zu einer Stellungnahme zu kommen und Vorschläge, wie man es besser machen kann, zu entwickeln. Unsere Gäste des heutigen Tages sind Claudia Kittel. Claudia Kittel, schon gut bekannt in der Kinderkommission. Sie ist Leiterin der Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte, und Professor Dr. Michael Klund, ebenfalls gern gesehener Gast in der KIKO, vom Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften der Hochschule Magdeburg-Stendal. Kindheitswissenschaftler heißt das, glaube ich, richtig. Herzlich willkommen in der KIKO und schön, dass Sie beide da sind. Professor Klund, Sie haben das Wort. Ich versuche mal bei so 9,5 Minuten oder so ein Klopfgeräusch zu machen und hoffe, das stört dann nicht zu sehr. Okay, ich bemühe mich. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung in diese Sitzung. Ich hatte selbst auch das zweifelhafte Vergnügen, eine Studie verfassen zu dürfen während der Corona-Zeit zu Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche mit nochmal einem besonderen Fokus auf Kinderarmut, und würde Ihnen ganz gerne nur ganz kurz die entsprechend zentralen Ergebnisse davon vorstellen wollen. Das erste ist, dass ich bei empirischen Grundlagen und Methoden so vorgegangen bin, dass ich tatsächlich erstmal den Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention genommen habe. Man kann ihn gar nicht häufig genug vorlesen. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention. Wir hatten eben gerade schon gehört, im Original oder im völkerrechtsgemäßen Text Best Interest of the Child statt Wohl des Kindes. Bundesgesetz seit 1992, vorbehaltlos gültig seit 2010. Das war sozusagen so mein Kriterienkatalog. Erste Primärdaten habe ich mir dann angeschaut aufgrund von Studien und Vorauswertungen der Vereinten Nationen, einer Oxford-Studie, einer Forsa-Befragung, eines Reports des Instituts der Deutschen Wirtschaft, eines Wochenberichts des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, auch der JUKO-Studie, von der wir eben gerade schon mal gehört haben, auf die wir vielleicht nachher noch mal zu sprechen kommen, verschiedenen Untersuchungen und Stellungnahmen, sei es des UN-Ausschusses für die Rechte der Kinder, sei es des Kinderhilfswerks UNICEF und der verschiedensten Studien und Forschungen, die dort in den letzten Monaten mit unterstützt wurden, sei es der Kinderkommission selbst, des Deutschen Kinderschutzbundes, des Deutschen Kinderhilfswerkes, des Deutschen Bundesjugendrings, des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe, der Nationalen Armutskonferenz, dem Forum Familie, der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie, dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Save the Children, Terre des Hommes und so weiter und so weiter. Diese wurden zur Anfertigung der vorliegenden Studie herangezogen und dann entsprechend ausgewertet. Meine Ergebnisse: Obgleich Bund, Länder und Kommunen auch in Zeiten der Corona-Pandemie zur vollumfänglichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet waren und sind, konnte mit dieser Untersuchung nachgewiesen werden, dass dies in der Praxis weitgehend versäumt wurde. So sind nachweislich elementare Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungsrechte von ca. 13 Millionen Kindern und Jugendlichen verletzt worden. Praktisch alle Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März, April wurden somit völkerrechtsverstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenommen. Kinder und Jugendliche sind in diesem Zusammenhang keineswegs ausreichend beteiligt worden oder zumindest in Entscheidungsprozessen einbezogen oder wenigstens angehört worden. Wie die Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Sigrid Peter, es formuliert hatte, wurden die Kinder als Mittel zum Zweck gesehen. Weltweit, übrigens, das ist ja, hier steht ja auch nicht deutsche Kinder oder Kinder in Deutschland, sondern Kinder. Weltweit sahen die Auswirkungen so aus, dass etwa 1,5 Milliarden Kinder von Bildungsexklusion betroffen waren. 1,5 Milliarden. Und das war jetzt kürzlich, ist noch eine Studie herausgekommen, ein Drittel davon, das heißt fast 500 Millionen von diesen Kindern haben keinen Ersatzunterricht erhalten.
weltweit, also auch kein Homeschooling und so weiter. 370 Millionen Kinder weltweit waren davon betroffen, dass von heute auf morgen die Schulspeisungen eingestellt wurden, hunderte von Millionen von eingestellten Impfungen. Und Sie wissen vielleicht selbst auch die Zahlen, was den Hunger betrifft, die werden jetzt am Ende des Jahres offensichtlich auf über 1 Milliarde ansteigen. Für Deutschland jetzt wieder gesprochen, Kinder in Armut und unter prekären Lebensbedingungen sind durch die Kontaktsperren, Spiel-, Sport- und Bewegungsverbote, die Wohnungseinschließungen sowie Bildungsausschließungen besonders hart betroffen gewesen. Vor allem diejenigen ohne ein kostenloses Mittagessen, also im Rechtskreis des Bildungs- und Teilhabepaketes, so etwa 3 Millionen Kinder von heute auf morgen. Noch schlimmer traf es selbstverständlich obdachlose Jugendliche oder Flüchtlingskinder in Massenunterkünften. Herr Desom hatte dazu auch Studien gebracht, wo niemand Social Distancing betreiben konnte und der Spruch, wir bleiben daheim oder wir bleiben zu Hause, natürlich nur ein müdes Lächeln hervorrufen kann. Wer Garten, Pool und Indoor-Spielplatz sein Zuhause nennt, erlebte dann auch diese überwiegenden Einschließungen völlig anders als jemand mit mehreren Personen in viel zu wenigen kleinen Räumen einer winzigen Behausung mit ungesunder Wohnumgebung und schlechter technischer Ausstattung bei Eltern, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen bzw. einen gravierenden Teil ihres Gehalts oder gleich ihren Arbeitsplatz verlieren oder mangels Homeoffice-Möglichkeiten tägliche Infektionen befürchten müssen. Die Corona-Maßnahmen und Corona haben in der Hinsicht auch als Katalysator für Kinderarmut bzw. Armut gewirkt. Durch Corona und die Maßnahmen dagegen konnten die Privilegierten ihren Vorsprung zum Beispiel an Partizipation und Bildungschancen noch ausbauen. Sie blieben während und nach der Corona-Krise bevorteilt und werden noch privilegierter. Die Benachteiligten dagegen bleiben durch Bildungsexklusion und Homeschooling überwiegend weiterhin unterprivilegiert und werden auch mangels finanzieller Mittel, zum Beispiel Hardware, Schreibtisch, eigenes Zimmer, fehlender Nachhilfe und so weiter, noch stärker benachteiligt. Die bislang erhältlichen Studien zur Kinderarmut während der Corona-Krise zeigen, dass sich diese soziale Polarisierung nicht etwa reduziert, sondern vielmehr noch deutlicher hervorscheint. Insbesondere der Report des Instituts für der deutschen Wirtschaft war dort eindringlich. Wenn über 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, jetzt sind es immer noch fast 5 Millionen, wenn damit durch wegfallendes Erwerbseinkommen tendenziell Armutslagen, soziale Polarisierung und durch Corona-Maßnahmen noch verstärkte Bildungsungleichheiten zunehmen, wenn die in der Regel etwa 20% höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung gewinnen und die Retraditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung begünstigen, Reprivatisierung sozialer Risiken oder sozialer Probleme könnte man auch sagen, so sind dies eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen Rückschritt. Das heißt also, die Einschränkungen der Kinderrechte, die wir bemerkt hatten, waren zu einem großen Teil auch enorme Einschränkungen der Frauen- bzw. der Mütterrechte in dieser Hinsicht. Ich bin immer noch gut in der Zeit, nicht wahr? Ich habe mich gar nicht darauf eingestellt, dass ich auch noch so lange weitersprechen kann. Also ich habe ein paar Schlussfolgerungen aus meiner Sicht, die wichtig wären, die ich tatsächlich dann wenigstens noch andeuten kann. Das eine ist, was mich erstaunt hatte, ist, dass es ein hoher Konsens gibt, auch in der Gesellschaft, wenn es denn wahrgenommen wird, dass da etwas schiefgelaufen ist. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das zweite wäre, dass es tatsächlich nun darum ginge, dass das auch kritisch aufgearbeitet wird, weil wir gehen jetzt erstmal nicht von einer Verschwörung aus, sondern erstmal davon, dass einfach Fehler unterlaufen sind, die nicht beabsichtigt worden sind. Deshalb ist es wichtig, nun schnellstmöglich ein Maßnahmenpaket für die Umsetzung bzw. Wiederherstellung von Kinderrechten und gegen Kinderarmut zu erstellen. Außerordentlich wichtig dabei ist, Kinder, Jugendliche, Jugendverbände, Schülervertretungen, Kinderrechtsorganisationen dabei entsprechend mit einzubinden. Sie müssen einfach auch gefragt werden in diesen ganzen Punkten. Und natürlich, wenn es nicht anders geht, dann eben digital. Aber auf jeden Fall müssen sie entsprechend auch gefragt werden. Symbolisch kann so etwas durch einen Kindergipfel geschehen, der dann halt eben unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Kinderrechtsorganisationen und Jugendverbänden es ermöglicht, entsprechende zentrale Fragen auch zu eruieren, wie zum Beispiel, was wären jetzt adäquate Maßnahmen gegen Armut und zur sozialen Absicherung, mindestens zur Kompensation der entgangenen kostenlosen Mittagessen und Einkommen. Was wären jetzt wichtige Punkte für die Wiederherstellung oder Herstellung kinderrechtlicher Prinzipien des Kindeswohlvorrangs, des Schutzes, der Förderung und vor allem der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und Jugendverbänden? Und schließlich
Worauf müssen wir jetzt besonders achten bei Maßnahmen für einen pandemiegerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld, vor allem beim Bereich Jugendhilfe, Jugendarbeit, offene Arbeit? Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ist aus meiner Sicht eigentlich relativ ähnlich. Also was den Lockdown betrifft, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, dass es sozusagen auch ein globales Phänomen war. Es ist wirklich schwierig, das sozusagen jetzt in so einer globalen Form zu beantworten. Viele Dinge sind, wenn sie sozusagen als richtig angesehen werden, dann auch durchzuführen. Und aus meiner Sicht wäre dann auch an der Stelle, egal welche Maßnahmen man eben ergreift, immer wieder die Frage gewesen, und hat man trotzdem in irgendeiner Art und Weise sich bemüht darum, Kinder einzubinden, zu informieren, sie wenigstens in Kenntnis zu setzen, was man jetzt sozusagen vorhat. Und hat man ein einziges Mal, und zwar bis jetzt übrigens, auch in Schulen und Kitas und nicht schulischen Bildungseinrichtungen, hat man ein einziges Mal Kinder und Jugendliche gefragt, habt ihr vielleicht gute Vorschläge, wie wir damit umgehen können? Und da muss ich leider sagen, weil vorhin ja auch kurz die Best-Practice-Frage kam, ich frage dauernd überall rum, ob mir irgendjemand mal Best-Practice nennen könnte, denn wir alle kennen doch in den letzten Jahrzehnten Menschen, die auch viele bekannte Menschen, die ganze Zeit die Kinderrechte haben hochleben lassen. Es kann doch nicht sein, dass die alle jetzt sozusagen in den letzten 3 Monaten eingeschlafen sind. Also frage ich immer noch weiter, ob es irgendwo solche gab, die dann halt eben genau so etwas versucht haben. Und ich denke, dann macht sozusagen auch ein Lockdown oder machen auch Maskenpflicht, haben einen ganz anderen Charakter. Wenn sozusagen miteinander irgendwie überlegt wird, was können wir jetzt machen oder wir müssen jetzt tatsächlich in diesen sauren Apfel beißen, weil, ist glaube ich schon etwas ganz anderes, und Kinder und Jugendliche dabei auch zu fragen, was könnt ihr euch vorstellen, wie man in Bildungseinrichtungen, in, wie gesagt, nicht nur Schule und Kita, in allen Bildungseinrichtungen und Betätigungs- und Sport- und Spieleinrichtungen, wie kann man in irgendeiner Art und Weise pandemiegemäß, versteht sich, es ermöglichen, dass sich Kinder weiter betätigen können, dass sie ihre Kinderrechte umsetzen können. Und ich denke, es ist tatsächlich bislang noch nicht gewagt worden, die Kinder tatsächlich mal zu fragen und mal zu erfahren, was die vielleicht für kluge Vorschläge haben. Und insofern wäre jetzt aus meiner Sicht das Ähnliche auch zur Maskenpflicht zu sagen. Es ist schwer, das im Globalen zu beantworten. Wir müssen auch an die Kolleginnen und Kollegen denken, die sich jetzt auch zur Risikogruppe zählen, oder auch an die Kinder selbst, die Eltern als die in der zur Risikogruppe gehören haben und die halt auch zum Teil Angst haben, hatten, in die Schule zu gehen, jetzt aus dem entgegengesetzten Blickwinkel. Aber ich denke mir immer noch, wenn das sozusagen miteinander angesprochen werden kann und wenn sichtbar wird, dass die Kinder hierbei auch eine Stimme haben und gefragte Menschen sind, dann heißt das noch nicht, dass sie sich zu 100% in all ihren Wünschen und Träumen und Hoffnungen durchsetzen. Aber es ist schon etwas ganz anderes, was Partizipation betrifft, als die Vorstellung, wir wissen schon alles, was richtig ist, und wir entscheiden, und wir entscheiden nur und regelmäßig nur über eure Köpfe hinweg. Oder wie jetzt Herr Brinkhaus vor ein paar Wochen gesagt hatte, wir haben sie ein bisschen vergessen. Ja? Also die Kinder und Familien und die Kitas und die Schulen, wir haben sie ein bisschen vergessen. Ein bisschen vergessen ist natürlich schön gesagt, ärgerlicher ist es dann, wenn man merkt, was man alles aber dran trotzdem nicht vergessen hat und was so in dem Bereich der Gewerbefreiheit so abgespielt hat und was alles so mit B anfängt, von Bundesliga über Baumärkte, Biergärten und so weiter, Bandarbeit. Dann merkt man offenbar, dass dieses sozusagen, die einen hat man vergessen und die anderen hat man sozusagen nicht vergessen. Es kann also dann offensichtlich keine pandemiespezifische Begründung dazu geben, sondern das sind dann andere Kriterien. Und das fände ich, das ist dann tatsächlich doch eine ganz wichtige Demokratiefrage, die sich da stellt. Okay, Frau Kittel nochmal. Ja, ich würde gerne auf die Frage von Frau Rüdrich antworten. Was könnte man tun? Es gibt sicherlich viele Dinge, die noch ausbaufähig wären, aber es wäre zunächst einmal ja zumindest angebracht, die Strukturen, die wir haben, auch wenn wir als Monitoringstelle immer bemängeln, dass es zu wenige sind, in den Jugendhilfeausschüssen, auf Landesebene, zum Teil durch Kinderparlamente und dergleichen, bis auf Bundesebene hinaus, wo wir einen Bundesjugendring haben, der als Sprachrohr für Jugendliche und Kinder und Jugendliche im gesamten Bundesgebiet fungiert.
diese dabei zu unterstützen, nicht überhört zu werden und diese Strukturen auch anzuwenden und in die Beratung einzubeziehen. Das ist, was in unserer Beobachtung doch sehr stark ausgefallen ist, obwohl diese Strukturen schon so alt und lang gewachsen sind, dass es ja auch Stimmen gibt, die sagen, da braucht es auch noch mal anderes und Neues. Aber selbst die wurden ja nicht wirklich gehört. Ja, und ich auch nochmal für Frau Rüttrich, vielen Dank auch nochmal für die Frage. Sie haben es, glaube ich, sogar selbst auch so beschrieben, diese instrumentelle Kita- und Schule-Betrachtung. Das ist ja auch das, was in dieser JUCO-Studie sehr deutlich von den Schülerinnen und Schülern gesagt wird und den jungen Erwachsenen. Wir werden hier nur als Schüler angesprochen und nur im Sinne von Homeschooling. Als wären wir nicht auch noch Menschen, die noch ganz andere Interessen außerhalb der Schule haben oder unseres Schulabschlusses haben. Schon das ist sozusagen eine sehr instrumentelle Betrachtung bei dieser Frage. Ich hatte noch einen Punkt. Die Kinder sind sozusagen aus der Perspektive herausgefallen, die Familien sind aus der Perspektive herausgefallen, aber das, was halt eben was ganz Besonderes war und was man vielleicht auch nochmal wissenschafts- oder politiktheoretisch, medientheoretisch versuchen muss zu erklären, dass man in einer relativ radikalen Form sich zu Anfangs oder auch sehr lange Zeit im Grunde genommen nur noch auf ganz, ganz wenige Virologen, nicht mal die Virologen, sondern nur ganz, ganz wenige Virologen konzentriert hatte und dann sozusagen erstmal alle anderen Virologen ausgeschlossen hatte aus dem Mediendiskurs, aber vor allen Dingen, und das finde ich so bemerkenswert, auch alle anderen Wissenschaften aus dem Mediendiskurs ausgeschlossen hatte, die sich jetzt halt eben auch dazu hätten äußern können, also die jetzt entsprechend mit Studien kommen, worüber vielleicht wir gleich noch was sprechen können, die Psychologinnen und Psychologen, die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Pädagoginnen und Pädagogen, die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die Kollegin Almendinger hier vom Wissenschaftszentrum Berlin sagte, es kann doch nicht sein, dass man nur eine einzige Berufsgruppe und da auch wieder nur eine Handvoll nimmt, auch immer nur Männer, das könnte man vielleicht auch noch mal sagen, jetzt an dieser Stelle, die Kollegin Kittel hat es vorhin erwähnt, dass das Corona-Kabinett bei der Bundesregierung ohne Bundesfamilienministerin war. Meinem Wohnungsland Hessen war das gesamte Corona-Kabinett, war keine einzige Frau, saß da drin. Da kann man schon an manchen Stellen denken, sowas kommt von sowas. Ja? Und kann dann sozusagen auch entsprechende Bedenken haben. Das heißt also, diese enorm eingeschränkte Variante, dass die dann auch gleichzeitig sozusagen diese bis heute vorfindliche Polarisierung in den Diskursen immer noch schafft. Das ist etwas, was sozusagen, wo die Kinder tatsächlich an vielen Stellen eben nicht nur ignoriert wurden, das ist ja auch ein Hammer. Die Kinderrechte sozusagen oder der Kinderschutz hatte auf einmal fast eine ganz neue Wendung bekommen. Er ist nicht nur, der Kindeswohlvorrang ist nicht nur ignoriert worden, das Kindeswohl ist nicht nur ignoriert worden, sondern es wurde plötzlich aus dem Kinderschutz eigentlich nur der Schutz vor Kindern, weil die Kinder galten ja am Anfang, auf welcher fragilen wissenschaftlichen Basis auch einfach nur, sie waren die einzigen Spreader. Sie waren die Hauptspreader, die Virenverbreiter. Und sie wurden wie Objekte sozusagen behandelt, die man nicht weiter sozusagen fragen muss, sondern die müssen irgendwie weg. Ja? Und das muss man sich, ich finde, dass jetzt niemandem erstmal unterstelle, dass er das böse gemeint hat und dass er das absichtlich gemacht hat, muss doch jetzt eine kritische Aufarbeitung dessen geschehen. Und man muss sich fragen, wie kann das sein, dass wir so mit unseren Kindern umgegangen sind, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen für unsere Familien. Aber wie gesagt, bei all denen, die mit B anfangen, sozusagen, haben wir das überhaupt nicht, diese Probleme gesehen. Ja? Das ist sozusagen eine Widersprüchlichkeit und da denke ich, das ist tatsächlich wichtig, das aufzuarbeiten, diese übrigens instrumentelle Form von Behandlung von Kindern, diese verobjektivierende Form von Kindern, betrachte ich auch als eine Form von Kindeswohlgefährdung, nur um mal gleich auch sozusagen mit einem klaren Begriff einzugehen. Also ich bin wirklich sehr dankbar für alle guten Beispiele, die es gab und gibt, weil ich da tatsächlich auch kein Interesse daran habe. Also ich bin ja ich habe nicht das Interesse daran, dass das überall nicht vorhanden ist, sondern im Gegenteil freut es mich, wenn verschiedenste Muster stattgefunden haben. All das, was ich von den Schülerorganisationen und von Bundesjugendring, Jugendvereinigungen und so weiter gehört hatte, war leider etwas anderes. Ich bin froh, wenn es hier und da so etwas gegeben hat und ich bin auch ganz sicher, dass es hier und da sicherlich auch von Landkreis, Schullandkreis zu Schullandkreis da unterschiedliche oder sogar von Schule zu Schule unterschiedliche Regelungen gegeben hat. Also insofern
ist da sozusagen die Ausnahme aus meiner Sicht sehr wichtig, auch hervorzuheben, gerade weil wir daraus ja dann auch lernen können. Also wir könnten ja dann daraus lernen, zu sagen, okay, darauf müssen wir dann das nächste Mal besonders achten, dass wir entsprechend, wie Sie es jetzt eben gerade gesagt hatten, diese Gruppe halt in irgendeiner Art und Weise mit reinbringen. Deutscher Bundesjugendring hatte gesagt, bei uns sind überall die JuLaikas, die Jugendleiterinnen und Jugendleiter in den verschiedensten Verbänden, die sind die ganze Zeit auch digital im Kontakt gewesen mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen. Greift doch mal auf die zurück, informiert sie doch mal, versucht doch mal mit ihnen zu arbeiten, kommunal, Landes- und Bundesebene mäßig. Die würden sich wirklich freuen, die können sich einbringen, die können die Interessen weitertragen in ihren Organisationen. Und es gibt die Möglichkeit, auf diese Art und Weise tatsächlich eine Beteiligung zu ermöglichen. Natürlich pandemiegemäß, das heißt immer auch entsprechend der jeweiligen Bedingungen. Das ist jetzt zu diesem einen Punkt. Bei dem anderen Punkt, also da sozusagen, was sozusagen die Retraditionalisierung betrifft, also der Geschlechterverhältnisse oder auch den Rückschritt, den ich da an bestimmten Stellen sehe, das ist jetzt gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern es ist einerseits von dem UN-Frauenrechtsausschuss ist es sozusagen allgemein formuliert worden, es ist von mehreren Forscherinnen und Forschern auch für die Bundesrepublik erwähnt worden. Vielleicht waren manche tatsächlich ein bisschen zu forsch, wenn sie gesagt hatten, wir kommen uns manchmal vor wie fast wie in die 50er Jahre, wo diese Einseitigkeit hervorgerufen wird. Aber ich sage es nochmal, wenn man einen durchschnittlichen Gehaltsunterschied von 20% hat, dann ist das ganz ohne Sexismus und ganz ohne Machotum relativ schnell klar innerhalb der Familien, wer dann sozusagen zurücksteckt, wenn jetzt irgendwie Quarantäne oder sonstige Maßnahmen anstehen. Und nach allem, was ich bislang an Studien dazu kennengelernt habe, und wie gesagt, ich lasse mich gerne korrigieren, aber nach allem, was ich dazu gehört hatte, ist das eine relativ klare Sache, was da sozusagen abgelaufen ist und übrigens auch abläuft. Also auch jetzt sozusagen für die nächsten Regelungen. Und da wäre jetzt aus meiner Sicht übrigens auch noch gleich ein ganz wichtiger Punkt mit zu berücksichtigen. Sie haben das sicherlich mitbekommen, diese besonderen Quarantäneregelungen für Kleinkinder, die nicht infiziert sind, aber die mit jemand positiv getestet in Kontakt gekommen seien, dann zu Hause in ihren Familien in Quarantäne gehalten werden sollen und abgeschieden werden sollen von der Familie und von den anderen Familienmitgliedern. Also von unterschiedlichen Bundesländern, Sie haben es sicherlich mitbekommen, unterschiedlichen Landkreisen geschehen. Ist also offensichtlich nicht etwas, keine große Ausnahme, wo dann jedes Mal auch dabei stand, wenn dieses Kleinkind nicht abgeschieden wird von den Geschwistern und von der Familie, dann können wir auch das Kind in Obhut nehmen. Ja? Also diese Message, die da praktisch vertreten wurde, der Deutsche Kinderschutzbund, Präsident Herr Hilgers sagte dazu, ist aus seiner Sicht eine Form von psychischer Gewalt. Man kann da sozusagen, das ist wahrscheinlich auch echt eine Frage des Tons und des Umgangs und der Art und Weise, wie man miteinander spricht. Aber wenn wir sozusagen solche Beispiele haben, und wir haben offensichtlich mehrere davon und werden vielleicht jetzt in der nächsten Zeit noch häufiger welche dazu haben, würde ich Sie wirklich bitten, da nochmal genauer drauf zu achten. Weil hier stellt sich wirklich ganz konkret die Frage, was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Gesundheit? Was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Kindeswohl? Und was meint dann an dieser Stelle, wie gesagt, diese Verobjektivierung oder instrumentelle Betrachtung des Kindes? Denken wir noch daran, was da eigentlich passiert, wenn wir sozusagen der Familie ein Schreiben schicken, wenn du das nicht machst, dann nehmen wir dir dein Kind morgen ab. Also ich meine, das ist doch tatsächlich etwas, da muss man wirklich lange drüber nachdenken. Diejenigen, die dazu gesprochen haben, haben alle gesagt, sie haben das nicht so gemeint. Es mag sein, dass es hier und da Ausrutscher gegeben hat. Es ist so ein bisschen wie mit dem, was ich vorhin gesagt hatte. Aber nochmal, auch hier stellt sich wieder die Frage, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit umzugehen, wo wir Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sie vorher zu fragen? Was denkt ihr, wie könnten wir damit umgehen? Was wären für Vorschläge da? Wie können wir sozusagen miteinander entsprechend diese Pandemie bekämpfen und nicht auf so eine Art und Weise des Gegeneinanders? Ansonsten Retraditionalisierung natürlich auch bezogen auf Bildungsungleichheit. Da habe ich es jetzt schon gesagt, auf der globalen Ebene sowieso, das sagen ja viele globale Institutionen. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, mit der 500 Milliarden Menschen, die nicht mehr, die keinen Ersatzunterricht hatten, 500 Milliarden Kinder, die keinen Ersatzunterricht hatten. Viele der Institutionen sagten, dass sie befürchten, auch aus früheren Erfahrungen mit Ebola beispielsweise, jetzt im letzten UNESCO-Weltbildungsbericht ist es schon angeklungen, dass sie die Befürchtung haben, dass ganz viele Mädchen nicht wieder zurückkommen.
Ja, und dass es tatsächlich um Millionen von Kindern geht, die womöglich nicht mal einen Grundschulabschluss weltweit haben. Ja? Also auch da wäre sozusagen diese Frage der Retraditionalisierung. Aber ich habe es tatsächlich, als ich sie vorhin aufgebracht hatte, auf Deutschland bezogen und gesagt, ich sehe da an diesen oder jenen Stellen Elemente. Und wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da nicht sozusagen dagegen arbeiten oder das weiter ignorieren, dann ist das tatsächlich eine gefährliche, rückschrittliche Entwicklung. Ja, ich würde Ihnen ganz gerne antworten mit dem, schon wieder mit dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes in dem Spiegel-Interview, dem er schrieb, sagte, ich zitiere, in der Corona-Krise war schon früh zu beobachten, dass die ersten Fitness- und Nagelstudios aufmachten, ehe sich in den Schulen und Kitas etwas tat. Die Rechte von Kindern auf Bildung, auf Spielen, auf Freundschaft, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf Schutz, weil soziale Kontrolle ein wichtiger Schutz für Kinder ist, alle diese Rechte werden bis heute sehr viel mehr eingeschränkt als zum Beispiel das Recht auf Gewerbefreiheit oder sogar das Recht auf Feiern. Er schließt daraus, noch einmal Zitat, unsere Gesellschaft hat die Kinderrechte nach wie vor nicht anerkannt, übrigens auch deren Beteiligungsrecht. Umfragen unter Kindern und Jugendlichen zeigen, sie haben den Eindruck, dass sie überhaupt nicht gefragt werden. Ihre Rechte werden nicht ernst genommen. Das ist halt diese Co-EU-Studie aus Frankfurt, Hildesheim, Bielefeld. Und ich sage das deutlich, das gilt leider auch für die Rechte vieler Mütter, die in der Krise benachteiligt wurden und ihren Beruf nur noch teilweise ausüben konnten. Da hat ein gesellschaftlicher Rückschritt stattgefunden, sowohl was die Rechte der Kinder als auch die Rechte der Frauen angeht. Zitat Ende. Also ich denke, ich würde auch nicht mit dem Begriff Kinderfeindlichkeit hantieren, aber halt eben tatsächlich, wenn Sie es streng nehmen, an dem Artikel 1 des SGB 8, am Paragraphen 1 des SGB 8 nehmen, eine Form von Kindeswohlgefährdung oder Kinderrechteverletzung hat stattgefunden, findet statt, wenn bestimmte Kriterien nicht eingehalten werden, also Kinderrechteverletzung sowieso anhand der Punkte, die wir genannt hatten, Kindeswohlvorrang und so weiter. Und ich denke, an diesen Stellen, ich halte auch Kinderarmut für eine strukturell auch verankerte und auch politisch mitzuverantwortende Form von struktureller Kindeswohlgefährdung. Und insofern würde ich das sozusagen betrachten. Dass dann womöglich das sogar so weit geht, dass es wie in den Baumärkten diskutiert wird. Ich weiß nicht, wer sozusagen das den als Autorität sieht, aber Karl Lauterbach sagte irgendwie in einer Sendung von Hart aber fair im April, Mai, Er hatte bis dahin alle Studien versucht zu rekonstruieren, die es so gab weltweit. Und er sagte, ich habe keine einzige gefunden, wortwörtlich, ich habe keine einzige gefunden, die bewiesen hatte, dass die Kinder die Superspreader sind. Ja? Und die einzigen Superspreader sind. Das fand ich zumindest einen ganz interessanten Hinweis, wenn man jetzt gleichzeitig das mal sozusagen betrachtet damit, dass dann sozusagen daraus sogar so etwas werden kann, wie das, was eben beschrieben wurde mit den Baumärkten, aber auch mit den Spielplätzen, wohlgemerkt, nehmen Sie mal zwei Schaukeln, die 10 Meter voneinander entfernt sind und die dann sozusagen eingezäunt werden und dadurch sozusagen noch ein Viertel des gesamten Parks, der zur Verfügung steht, auch gleich noch mit eingezäunt wird, unter der Voraussetzung, dass jetzt hier praktisch jetzt etwas gegen die Pandemie getan werden kann. Und natürlich hat das für diejenigen, die einen großen Garten zu Hause haben mit Spielgeräten und allem Möglichen und Trampolin und so weiter, für die hat das erstmal keine Bedeutung. Aber für alle anderen Kinder ist das die einzige Möglichkeit, sich dann halt eben noch zu betätigen, wenn sie sowieso schon nicht mehr in Turnverein oder sonstige Sachen in der Halle gehen können. Und insofern ist das tatsächlich eine ganz wichtige Frage, auf die wir sensibel achten sollten. Wie können wir dann selbst in so einer Situation, wo wir tatsächlich dann womöglich nochmal Einschränkungen machen müssten, aber wie können wir es schaffen, dass tatsächlich diejenigen, um die es hier hauptsächlich geht, auch gefragt werden. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, nach gestriger Studie der OECD-Veröffentlichung, alles wurde erfragt, aber kein einziges Mal wird erfragt, wie sehen das eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Ja, finde ich immer wieder bemerkenswert, an all diesen Stellen mal zu fragen, gibt es eigentlich auch eine Frage der Schülerinnen und Schüler über die Schulqualität? Gibt es die über die verschiedensten außerschulischen Bildungseinrichtungen und so weiter? Ich glaube, da ist wirklich viel zu tun und man kann da auch etwas tun. Es ist also nicht so, dass da alles verloren ist, sondern man muss das sozusagen wieder ansetzen an dem, was auch Frau Kittel ja eben gerade gesagt hat. Und man kann da auch sehr viel tun. Okay.
Ja, und ich kann da noch ergänzen, ich denke, dass da sozusagen auch die Mitgliedsorganisationen, zum Beispiel der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, auch sozusagen verschiedenste Beiträge dazu leisten können. Und ich kann noch selbst aus der Studie, die wir vorhin jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, noch nennen, dass die zum Beispiel sehr erstaunt waren, dass sie innerhalb von kürzester Zeit weit über 5000 Jugendliche und junge Erwachsene ihnen geantwortet hatten. Und Studierende bei uns, Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, kein Vorort von Magdeburg, dort waren also Studierende jetzt auch während der sozusagen Zeit, waren sie auch tätig in verschiedenen Projekten, haben Umfragen gemacht. Und das Erstaunliche war, dass jedes Mal die Türen buchstäblich sozusagen digital gesprochen, ja, die Türen eingerannt wurden. Also sprich, es gab und gibt offensichtlich einen unglaublichen Bedarf junger Menschen, sich auch auszudrücken und mal zu sagen, was ist, weil, und das haben dann viele von denen auch erwähnt, sie einfach das Gefühl bekommen hatten, über Monate hinweg, kein Mensch interessiert sich für mich und für meine Situation. Da mag es solche Dimensionen auch von Reprivatisierung gegeben haben, wenn man nur auf seinen eigenen Haushalt hin orientiert ist, dass man auch dann sozusagen so ein Gefühl hat, noch stärker. Aber jedenfalls dieses Gefühl, du bist ein gefragter Mensch, ja, dieses Gefühl, denke ich, das muss sozusagen tatsächlich jeder Mensch eigentlich haben, und zwar in jeglicher Hinsicht, du bist ein gefragter Mensch. Und genau da kann man feststellen, sobald irgendwelche Befragungen stattgefunden hatten, haben sich sofort unglaublich viele Kinder und Jugendliche an die entsprechenden Studierenden oder sonstigen Befragenden gewandt. Es gab und gibt also ein großes Bedürfnis, man kann einfach nur sagen, fragt sie. Ja, also sie müssen einfach nur gefragt werden, sie haben ein großes Bedürfnis, etwas zu sagen. Das ist auch nicht homogen, wir sind auch nicht alle homogen, die erzählen auch nicht alle das Gleiche, die haben ganz unterschiedliche Positionen, wie bei den Erwachsenen ganz genauso. Aber es ist wichtig, dass sie entsprechend dann etwas davon sich geben können, dass sie ihre Interessen formulieren können und man dann miteinander aushandeln muss, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie gehen wir jetzt als nächstes um. Und zwar dann halt auch in der Situation, wo es unter Umständen sehr schnell sein muss. Ja, an wen können wir uns wenden? Und wenn dann sozusagen alles runterfährt, können wir dann trotzdem bestimmte Kommunikationskanäle bestehen lassen, wo klar ist, wir bleiben auf jeden Fall weiterhin in Kontakt und tauschen uns weiterhin aus. Wie gesagt, da jetzt zum Beispiel die Jugendleiterinnen bei den Jugendverbänden und so weiter als ein Beispiel. Ja, das sehe ich im Grunde genommen ähnlich. Ich würde mir so etwas jetzt auf der wissenschaftlichen Ebene so vorstellen, dass eben Virologinnen, Virologen, aber halt eben auch die anderen Forscherinnen und Forscher, also auch Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen, Psychologen, Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler, Pädagoginnen, Pädagogen, dass die sozusagen zusammenkommen und dann überlegen, was hat denn geklappt? Weil es wäre aus meiner Sicht nicht ausreichend, wenn jetzt praktisch nur die Virologen sagen würden, das hat geklappt aus unserer Sicht, weil diese Kennziffer ist so hoch und die ist so hoch. Sondern es muss tatsächlich das Ganze betrachtet werden. Und da haben wir nun mal ganz viele Kapazitäten an unseren Hochschulen und in unseren wissenschaftlichen Bereichen. Und last but not least gilt aber dann hier auch wieder, wenn man das bei so einem Kindergipfel oder wie auch immer macht und da so eine Evaluation versucht vorzunehmen, dass auch da immer wieder daran gedacht wird, für das Leben der Kinder und Jugendlichen gibt es erstmal nur eine Gruppe, die wirkliche Expertinnen und Experten für dieses Leben sind, und das sind diese Kinder und Jugendlichen. Ja, die sind die ersten Expertinnen und Experten für ihr Leben, und deshalb müssen wir sie auch fragen. Wir werden an manchen Stellen nicht mit ihnen einer Meinung sein, aber wir müssen trotzdem uns anhören, was sie zu sagen haben, wie sie bestimmte Situationen sehen. Und wir müssen dann mit ihnen sozusagen diese Dinge auch austauschen. Das heißt also auch sie, auch die Kinder und Jugendlichen, auch die Jugendverbände, die Schülervertretungen, die Kinderrechtsorganisationen wären dann sozusagen bei so einer Zusammenkunft mitgefragt, nämlich was sind denn so eure Erfahrungen? Was hat denn gut geklappt, was hat denn nicht so gut geklappt? Was würdet ihr für Empfehlungen geben, worauf sollten wir vor allem achten, falls uns das nochmal ereilt oder auch einfach nur jetzt? Ich sagte es ja bereits, die Quarantäneregelungen gehen weiter, die Exit-Maßnahmen haben ja sozusagen an vielen Stellen trotz fehlenden Notstandes einfach die Nichtpartizipation fortgesetzt und nicht etwa sozusagen jetzt neue Partizipation eingesetzt. Also auch da waren tatsächlich große Probleme. Es gibt also vieles zu tun, und da wären jetzt die Kinder und Jugendlichen tatsächlich die Gefragtesten dabei.
Vielen Dank dafür, dass Sie beide gekommen sind, Frau Kittel, Frau Herr Professor Klund. Es gibt viel zu tun. Das tut es als Schlusswort immer. Das gilt auch uns so, dass es noch viel zu tun gibt, sowohl in dieser Sitzungswoche, aber darüber hinaus. Deswegen werden wir in der nächsten Anhörung, in der nächsten Sitzung der Kinderkommission uns insbesondere mit dem Freizeitbereich beschäftigen, also alles das, was außerhalb von Schule und Kita so statt oder eben nicht mehr stattgefunden hat und welche Probleme uns da jetzt noch zeitigen. Ich danke für Ihr Kommen, schließe die heutige Sitzung. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns in einer Woche hier wieder.